Kurztouren am Flughafen und dann sind wir eigentlich gerade cool durch mit dem VIP-Bus durchgeschleust worden und dann sind wir da angekommen und es war ein Fest, also man hat sich selber nicht mehr gehört und es war schon gerade recht überwältigend. Es war ein riesen Empfang, ich hätte nie erwartet, dass so viele Leute kommen, gerade noch von meinen Verwandten, Freunden, Kollegen. Ja, es war riesig zu sehen, wer wirklich alles auch noch dahinter steht und ja, es ist genial. Es ist mega schön, dass mich alle unterstützt hat und dass alle hierher gekommen sind und den Weg auf sich genommen haben. Oder auch dann auf Abu Dhabi mitgekommen sind und mich dort unterstützt haben. Als ich Gold gewonnen habe, ist mir nicht wahnsinnig viel durch den Kopf. Es war einfach überwältigend und ich dachte, ja, ich habe es geschafft. Ich bin mega stolz auf mich selber, aber ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert. Die Goldmedaille ist eine riesige Anerkennung für mich und für meine Arbeit von meinem Teamkollegen zusammen. Ja, genial. Es war natürlich eine riesige Ehre, dass Bundesrat Schneider-Ammann auch noch da war und mir persönlich gratuliert hat, da ich in seinem ehemaligen Familienbetrieb die Lehre gemacht habe und jetzt auch noch dort angestellt bin. Sicher noch mal etwas Besonderes dazu. Super Leistungsausweis, super gute junge Leute, die Professionals sind, an der alleroberste Spitze. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Equipe und wahnsinnig stolz auf jeden Einzelnen. Das ist für uns eine Entschädigung für sehr viel Aufwand und eine Anerkennung für einen ganz qualifizierten Aufwand und damit natürlich eine Motivationsspritze in Zukunft, die man besser nicht haben kann.